Ja, meine Damen und Herren, heute ein Jahr nach der Bundestagswahl können wir konstatieren, dass das, was damals prophezeit worden ist, leider eingetreten ist. Es hat sich am Ende des Tages eine Koalition gefunden der Wahlverlierer. Die Parteien hatten heute vor einem Jahr zusammen fast 15% verloren. Und diese Verluste prägen das Agieren der Regierung. Wir sind von einer Krise in die nächste gestolpert. Ich will daran erinnern, vor der Sommerpause die Auseinandersetzung Seehofer-Merkel, wo niemand wusste, ob die Koalition bis zum Ende bestehen bleibt. Während der Sommerpause Diskussionen zu fast jedem Sachthema, ob Rente, ob Wohnen, immer gab es Auseinandersetzungen, die in der Öffentlichkeit ausgetragen worden sind. Und nunmehr die Causa Maaßen, wo es ein permanentes Hin und Her gab. Ich will den nunmehrigen Stand der Einigung wie folgt kommentieren. Es ist niemandem erklärbar, wenn jemand das Vertrauen verloren hat, und das hat die SPD gegenüber Herrn Maaßen erklärt, wenn er dann de facto auf der gleichen Ebene der Regierung erhalten bleibt. Es wurde extra ein neuer Posten geschaffen. Ich kann das keinesfalls nachvollziehen. In diesem zentralen Thema der Sicherheit in Deutschland wird so agiert, dass man Figuren hin und her schiebt. Mir kann auch niemand erklären, dass jemand, der für den Verfassungsschutz zuständig war und das Vertrauen verloren hat, nunmehr für die Koordinierung mit den anderen ausländischen Geheimdiensten die Verantwortung trägt. Das geht überhaupt nicht zusammen. Kein Mensch im Lande versteht, wie ein derartiges Agieren Grundlage der Regierung sein kann. Herr Seehofer war bei der Entscheidung, was die BAMF-Chefin betrifft, blitzschnell. Was Herrn Maaßen betrifft, gab es ein ewiges Hin und Her. Diese Regierung zeigt nach einem Jahr ganz klar, die Notregierung der Wahlverlierer ist nicht mehr handlungsfähig. Frau Merkel hat in ihrer letzten Legislaturperiode das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand. Normalerweise hätte sie nach den Vorkommnissen Herrn Seehofer klar sagen müssen, du versetzt Herrn Maaßen in den zeitweiligen Ruhestand und wenn nicht, dann entlasse ich dich aus der Regierung. Das ist nicht passiert. Es ist eindeutig die Schwäche der Bundeskanzlerin. Wir werden uns bis zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gedulden müssen. Ich bin sehr sicher, dass es dann beim Innenminister und beim CSU-Vorsitzenden Veränderungen geben wird, weil ansonsten die Regierung am Ende sein wird. Die Forderung ist ganz klar, dieser Kompromiss, der wird jetzt von allen umjubelt werden, aber die Regierung ist nicht mehr handlungsfähig. Wir werden bei den Wahlen erleben, dass beide Parteien verlieren in Hessen wie auch in Bayern. Deswegen ganz klar, entweder die Regierung kommt einigermaßen dahin zurück, was ihr Koalitionsvertrag sagt, oder die Regierung ist gescheitert. Ich glaube an Ersteres nicht mehr. Deswegen ist für mich eigentlich klar, Frau Merkel muss personelle Schlussfolgerungen ziehen. Eine Regierung Merkel, Seehofer, Scholz ist nicht handlungsfähig. Herr Seehofer muss dann spätestens nach den bayerischen Landtagswahlen weg.